um die Insel Dagö. Von Ösel aus eröffnen deutsche Batterien den Angriff auf Dagö, das den Zugang zum finnischen Meerbusen sperrt. Einschläge unserer Artillerie. Einheiten der deutschen Kriegsmarine greifen von See aus in den Kampf ein. Der Kreuzer Köln bei der Niederkämpfung feindlicher Küstenbefestigungen. Sturmpioniere setzen über. Sie sollen Landungsstellen freikämpfen und für die folgenden Einheiten sichern. Die erste Welle ist gelandet. Unter der Wirkung des schweren Artilleriefeuers haben sich die Sowjets ins Innere der Insel zurückgezogen. Es bietet mit seinen großen Sümpfen und dichten Waldungen beste Verteidigungsmöglichkeiten. In planmäßigem Vorgehen wird Dagö, das etwa so groß wie die Insel Rügen ist, durchgekämmt. Nach allen Seiten sichernd geht die Spitze vor. Widerstand. In weiteren, hartnäckigen Einzelkämpfen wird die Insel vom Feind gesäubert. Um Kretla, die Hauptstadt von Dagö. Zehn Tage nach der Landung ist die Insel fest in deutscher Hand. Der gesamte baltische Raum ist damit vom Feinde befreit. Am Nordabschnitt der Front. Deutsche Soldaten bereiten den Bau von Winterquartieren vor. Ein Sägewerk ist von unseren Truppen wieder in Betrieb genommen worden. Männer des Reichsarbeitsdienstes beim Bau von Baracken. Die Zwischenwände werden mit Stroh ausgefüllt. Auf
Das Haus ist fertig. Über die Vormarschstraßen nach Leningrad sind Schnee- und Regenfälle niedergegangen. Aber unsere Soldaten überstehen mit Energie und Ausdauer alle Strapazen und Wetterunwilden.